Meine lieben Leute, ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen in der neuen Folge. Wir sind hier irgendwie bei irgendwelchen ganz schrecklichen Dingen. Schaut euch das an, was da alles an bei uns vorbei. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, wir gucken uns ja erstmal ein bisschen um. Die Tische kann man sich nicht angucken. Hier ist eine schöne Bühnenlaufsteg, ne? Irgendwann in naher Zukunft werden über diesen Laufsteg wunderschöne Frauen wandeln, die wunderschöne Kleider tragen und keinerlei Unterwäsche. Und das ist auf seine eigene Weise auch schon wunderschön. Larry, ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Ästhet bist. Können wir da mal irgendwie benutzen? Wahrscheinlich nicht. So, was haben wir hier noch? Das ist die Bühne. Oben. Sieht zwar beeindruckend aus, ist aber nur bemalter Polyurethanschaum und PVC-Rohr. Gut, okay. Was haben wir hier? Glasbodenpool. Du hast noch nie zuvor einen Swimmingpool mit Glasboden gesehen. Und schon gar keinen mit nackten Schwimmern und Schwimmerinnen. Ich gestehe, der hatte ein sehr interessantes Brusthaar. Das ist, können wir mit dem reden, irgendwas? Du hast noch nie... Stimmt, haben wir nicht. Was haben wir hier noch? Ein paar Säulen? Es könnte irgendwo noch einen kitschigeren Raum geben. Irgendwo, irgendwie. Aber das wäre ein kleines Wunder. Okay, mit anderen Worten. Der Erzähler steht da nicht drauf. Wir sind in Neptun oder Poseidon. Dekor. Ah, der Knabber ist Dekor, ey. Es könnte irgendwo noch einen kitschigeren... Okay, was haben wir hier? Einen schönen Tisch. So. Wunderbare Frau. Eine überwältigende Frau sitzt am Zeichenbrett. Auf dem Boden um sie herum liegen die zerknüllten Ergebnisse von mehreren Stunden Arbeit. Sie sieht besorgt aus. Besorgt. Verstört. Ärgerlich. Ich würde sagen, sie braucht einen guten Mann. Ja. Das... Wie, kommt keine Retourkutsche? Also, der hat ein sehr interessantes Brust. Stupid, pass mal auf. Wir reden mal mit der wunderbaren Frau. Hallo, Schöne. Was macht eine Dixie wie Sie hier in Atlantis? Gehen Sie bitte. Das hier ist eine geschlossene Gesellschaft. Ich habe diesen Ballsaal für die Dauer der gesamten Kreuzfahrt gemietet und ich will mit Sicherheit nicht neben jemand gesehen werden, der so gekleidet ist wie Sie. Oh, Französisch, ja? Oh, ich liebe die französische Art. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe hier immer noch kein Glück. Vielleicht beginnen meine kreativen Säfte wieder zu fließen, wenn ich mich für ein paar Minuten von diesem Hohlkopf ablenken lasse. Ich bin Jamie Lee, die berühmte Modeschöpferin. Doch nicht etwa die Jamie Lee Coitus, das frühere langbeinige Supermodell. Ui, was soll das heißen, frühere? Ich bin immer noch ziemlich langbeinig. Und wer sind Sie? Larry Laffer. Vielleicht haben Sie ja auch schon von mir gehört. Nein. Das glaube ich dir nicht, Baby. Also Jamie Lee Coitus, könnte Jamie Lee Curtis sein. Also du, das mit dem, weil, gelogen, weil hier, ne, das, ihr seht, das ist auf jeden Fall Larry. Hier ist das Bild der Crew, das haben wir schon mal gesehen. Hier, da komme ich jetzt nicht rein, unter dem About. Und wir gucken uns erstmal ganz kurz herum. Jamies Zeichnung. Jamies Zeichentisch erinnert dich an deine Kunstlehrerin am Gymnasium. Ja, aber sie hatte nie Polyester am Leib. Oder mich, was das betrifft. Larry war auf dem Gymnasium? Also das wundert mich. Das ist hier Larry. Jamies Zeichentisch erinnert dich an deine... Okay. Ja, aber... Ja, und die Pinsel? Zeichnung. Jamies Zeichentisch. Ja. Okay, das ist so ein bisschen Zeichnung. Aha. Okay, und Jamies Vorbau? Jamies Brüste. Erinnern dich an deine Kunstlehrerin auch am Gymnasium. Oh, ich erinnere mich an sie. Das war diese junge Referendarin mit dem Überkörper. Bingo. Mit dem Überkörper und dir das Langbein? Jamies lange Beine? Langbeine, schönes Pass pro Toto. Ja, ihr sollt ja was lernen. Pass pro Toto, wer es nicht weiß, bitte einmal googeln und schreibt es mir dann in die Kommentare und könnt euch bei mir eine 1 abholen, liebe Leute. So an. Mein Gott, Jamie, Sie haben tolle Beine. Oui. Oui, mais oui, hab ich. Und ein entsprechendes Ego noch dazu. Ja, das gehört aber dazu. Das ist ein Charles Bukowski. Ich weiß nicht, wer von euch Charles Bukowski kennt. Der war auch ein Mann, der auf solche Beine, also ich glaube, der hätte dafür getötet. So, pass mal auf. Okay, dann haben wir, glaube ich, hier die Hände. Jamie Lee Coitus. Die gut gebaute, langbeinige Jamie Lee Coitus war früher eine Provinzschönheit aus Freudenstadt, hübsch genug, um in Paris als Supermodel Karriere zu machen.
Nach ihrem Abschied vom Laufsteg vor ein paar Jahren wurde sie zur führenden Haute-Couture-Modeschöpferin. Sie hat sich gut gehalten. Du findest sie immer noch verführerisch und begehrenswert. Ja, ja. Auch ihre Sprechweise ist recht kokett. Kokett, na? Wir hatten ja schon mal ein paar kokette Sims, ne? Aber das ist... Okay, pass mal auf. In Nöten, Baby, können wir helfen. Also, na, auch wenn sie nicht auf unsere Klamotten steht. Ich meine, die Jacke war voll teuer. Das ist allerfeinstes Leder. Das ist meine Aufnahmejacke. Habe ich jetzt dazu gemacht. Und was gefällt dir daran nicht? Das ist Haute Couture, aber sowas von Baby, Nöte. Oh, Sie sehen verwirrt aus. Woran arbeiten Sie? Verwirrt, stinksauer bin ich. Ich wollte diese dämliche Kreuzfahrt benutzen, um der Modepresse der Welt meine neue Frühjahrskollektion zu präsentieren. Ich habe denen sogar die Passage bezahlt. Doch jetzt habe ich erfahren, dass mein Erzrivale Calvin Klein dieses Mistens mir die Show gestohlen hat. Er kopierte meine Kollektion, wartete, bis wir abgelegt hatten und präsentierte dann das Ganze als seine Kollektion. Das darf er doch nicht. Ha, sagen Sie ihm das. Aber was zur Hölle soll ich jetzt machen? Meine gesamte Linie wird doch ausgelacht. Ich habe alles hineingesteckt und jetzt heißt es doch, ich hätte abgekupfert. Ich sollte noch was zeigen, bis wir anlegen, aber ich bin geschlagen. Keine Inspiration. Oh, ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Ja, ich wäre gerne deine Inspiration. Oh, Cherie, lass mich deine Inspiration sein. Wir werden gut harmonieren zusammen. Wissen Sie, so eine Lampe hing mal über meinem Computertisch. Und worauf wollen Sie hinaus? Nichts, glaube ich. Ich bin ja so dämlich. Ich meine, ich habe auch so eine Lampe, da bin ich ehrlich, aber das würde ich jetzt nicht gerade als erstes erzählen, aber gut. Papierstapel, Baby, du hast ja auf jeden Fall ein bisschen was gemacht, das kann man so sagen. Sie haben sich aber durch eine Menge Papier gewühlt. Ja, natürlich. Was soll ich denn machen? Ich brauche eine Idee von irgendwo her. Irgendwo her? Warum kannst du sprechen nicht die Haar wie ein Haar? Das ist ein Baby. Was macht ein nettes Mädchen wie Sie hier? Hey, ich lebe ein angenehmes Leben, Larry. Für was halten Sie das hier? Eine Single-Bar? Nee, aber du bist hier am Abmemmen. Du hast ein wunderbares Leben und holst hier rum. Eigentlich typisch deutsch, ne? Hey, ich wette, Sie können mir bei diesem Wettbewerb helfen. Eine der Disziplinen heißt bestgekleideter Mann. Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Vorschläge? Haute Couture, Sie? Ja, der Plastikanzug. Irgendwie beeindruckend, nicht wahr? Ja, yeah, Lashes Sweet, Lashes Sweet. Von wo bist du, Baby? Von wo kommen Sie? Ich komme aus Freudenstadt. Ich nehme an, Sie schreiben Ihren Namen K-E-U-T-U-S. Nein, warum? Da muss er sich über seinen eigenen Witz irre kassieren. Pass mal auf, also da hat er natürlich schon nicht ganz unrecht. Ne? Wir müssen ja diesen Kleidungswettbewerb, einen haben wir schon gewonnen. Ne? Ich glaube, den Crepes-Wettbewerb haben wir schon gewonnen. Da müssen wir den Kleidungswettbewerb, da gibt es noch so viele Sachen, die wir machen müssen. Das mag ich so. Die Kollektion von Calvin Klein geklaut? Wie sah sie aus? Oh, sie wirkte sehr feminin und sexy. Genau der richtige Look fürs Büro und die Zeit danach. Sie traf genau den Stil der modernen Frau von heute. Wirklich inspirierend. Mit anderen Worten, genauso wie alle anderen Designer. Okay. Genau, Baby, wir brauchen nur eine Idee und dann geht es über von ab hier. Aber wenn ich Ihnen da raushelfe, mit einer Idee zum Beispiel, dann würden Sie sich doch dankbar zeigen, nicht wahr? Dankbar, ja. Gefällig, zweifelhaft. Das wäre so unkulturell. Würdest du damit sagen, ich bin nicht kulturell, Baby? Das ist... Ja, sie ist halt sehr direkt, ne? Das ist... Das kann man dann Freizeit. Jamie, Schätzchen, ich hab's! Die Lösung ihrer Probleme liegt vor ihren Augen. Alles weiß, aber nicht zu glänzend. Leicht, aber haltbar. Kunstvoll, künstlich und knitterfrei. Wo? Wie bitte? Nein, nicht ich. Der Plastikanzug. Purer Polyester. Freizeit, die ich meine. Ein absolut klassischer Look. Mit Bestnoten im Dauertest. Nach wie vor unerreicht. Was? Toll. Also Retro ist in und ja. Mode hat schon verrücktere Sachen gemacht. Außerdem ist Mode denn nicht die Kunst, Leute dahin zu bringen, die alten Ideen für die neuen zu halten? Leute das Zeug begehren zu lassen, was sie gerade weggeschmissen haben. Sacre bleu, Larry, das könnte inauen, das Beste. Calvin Klein, das Sackgesicht sieht ganz steinalt aus.
Super! Super! Oh, warten Sie! Es ist unmöglich. No. Wir sind auf hoher See, die Presse schon an Bord und ich habe keinen Polyesterstoff. Ich könnte per Fax ordern. Nein, keine Chance. Aber ich habe meine Bestnäherin hier. Nein, das geht nicht. Die sind nur für Last-Minute-Änderungen und die können nicht in kurzer Zeit eine ganze Kollektion zusammennähen ohne Stoffe. Vielleicht nächstes Jahr, wenn ich das nächste Jahr noch erlebe. Baby, du siehst nicht wirklich krank aus. Insofern wirst du das Lexi auf jeden Fall noch erleben, dass es war. Wir werden dir das klar machen, Baby. Ich garantiere es dir auch. Wenn du noch weiter so schön mit den Augen kalimperst, dann sink ich von dann. Das ist Gewebe. Wir kriegen das hin, Baby. Das ist... Nochmal klimpern. Nochmal. Nochmal. Jetzt. Ah. Welchen Stoff bevorzugen Sie in dieser Saison? Naturbelassene, gefärbte und gemusterte Baumwolle. Weich, fließend, alles mit Kick. Und Sie? Was Gefühlsechtes. Hm. Verstehen Sie? Hm. Da müsste ich raten. Wie trocken, da müsste ich raten. Okay, die sind Karte, Karte. Was für eine Karte? Gibt es denn eine Möglichkeit, eine Karte für Ihre Modenschau zu ergattern? Oh nein, nur für die Fachpresse. Ordinäres Volk ist ihr nicht zugelassen. Würdest du sagen, ich bin Frechheit ist es. Und was ist mit den Models, Baby? Mais oui. Aber was können die für moi tun? Sie haben nichts anzuziehen. Na Mensch, das wäre doch mal eine Show. Ja, yeah. Ich glaube, ich habe wieder doppelt geklickt. Also, wenn hier eine Modenschau stattfinden soll, dann müssten hier doch auch ein paar Models rumlaufen, richtig? Mais oui. Aber was können... Okay. Na Mensch, das wäre doch mal eine Show. Ja, ja. Ihr wisst ja, ich habe einen Doppelklickfinger. Er klickt einmal drauf und macht dann irgendwie so intuitiv einen Doppelklick. Das kommt vor. Ne? Insofern muss man einiges dann mal doppelt machen. Was hier? Wir würden ein Modell stehen, auf jeden Fall, Baby. Also wir würden uns anbieten, aber du müsstest dafür das grüne Teilchen ein wenig zurechtrücken. Modell stehen muss einer der schönsten Berufe sein. Ha, lachhaft. Es nervt, Larry. Deshalb bin ich Designer und kein Model, klar. Ja, du bist auf jeden Fall eine ganz schön coole Braut. So, andere. Wir probieren es nochmal mit einem Standard. Darüber wollen wir nicht reden, okay? Okay, dann gehen wir jetzt mal. Also gut, ich bin erstmal raus, Jamie Lee. Du warst nie drin. Okay, das ist. Oh, das ist noch ein Dildo. Cool. War der eben auch schon da, Freunde? Habe ich den echt übersehen? Yeah, Baby! Yeah, Baby! Okay, wir haben 25, wir brauchen noch 7 Stück, Freunde. 7 Dildos, dann haben wir es auf jeden Fall ganz gut gerockt. Dann gehen wir jetzt mal, wo kommen wir hier raus? Das Wiedersehen, Pool, das Jamie Lee, Coitus. Alle Bowling-Spieler, die ihren Teil des Wettbewerbs noch nicht beendet haben, bitte sofort zur Bowlingbahn. Es sind noch Bahnen frei. Ja, das Problem ist nur, dass wir, ich habe noch keine Ahnung, wie wir den Bowling... Wettbewerb gewinnen. So, pass mal auf, hier haben wir hier schon mal, in einem waren wir. Ich weiß nicht, ob es im oberen oder unteren ist. Du kannst nicht reinsehen. Das Bullauge der Tür ist extrem schmutzig. Hm. Die beiden? Zusammen? Wohl kaum. Wohl kaum. Du drehst am Türgriff und findest heraus, wie sehr der äußere Anschein manchmal trügen kann. Können wir denn da vielleicht unsere TLP-Punktekarte? Oder unsere Türkarte? Wo ist denn unsere Türkarte? TLP-Punkte, Gleitspray. Benutze deinen Schlüssel. Okay. Gut, das weiß ich nicht. Das war jetzt oben. Und das ist. Auf einem kleinen Schild an der Tür steht Biberlager. Zutritt nur für Besatzungsmitglieder. Ich will ja nicht angeben, aber ist Biberlager nicht ein geschütztes Warenzeichen der Bundeswehr? Ach nein, das war Biberlager. Biberlager? Können wir das denn eventuell öffnen? Der Griff sieht unverschlossen aus. Biberlager. Aha. Dann dreh den mal um. Du bewegst den Griff und findest heraus, wie sehr der äußere Schein täuschen kann. Okay. Das brauchst du nicht zu öffnen. Vertrau mir. Ja. So, gibt's denn irgendwas, wo wir noch nicht gewesen sind? So, das war der Liebesmeister. Das war der Kleidungswettbewerb, da sind wir auch schon gewesen. Kochwettbewerb, da habe ich noch gar nicht so wirklich viele Ideen, was wir da machen können.
Wir gehen nochmal ins Atrium, weil ich will nochmal gucken, ob hier noch ein Dildo rumhängt. Ist gerade nicht der Fall. Ah, genau. Ich weiß, wo wir noch hin können. Und zwar in unsere Kabine. Kabine 0. Wir haben ja... Oh, da sehe ich ein Dildo, da sehe ich ein Dildo, da sehe ich ein Dildo. Cool! Yeah, baby! Yeah, baby! Das war, 26. Wir brauchen noch 4 und 2 sind 6 Stück. Meine Leute, hier kann man nämlich noch ein bisschen was machen und das werden wir allerdings in der nächsten Folge machen. Denn ich denke mal, ich glaube, der gute Larry muss langsam eigentlich einen abseilen. Der hat dann auch schon ein paar Tage oder was weiß ich, wie lange wir jetzt schon hier sind. Das ist, wird ganz schrecklich. Liebe Leute, ich sage es mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibt wie gehabt in diesem Sinne. Abonniert, Freunde. Alter, die Vergangenheit. Ciao, ciao, seid euer Speaker 45. Ciao, ciao.